Oh, Quarantäne ist so langweilig. Oh, Quarantäne ist so langweilig. Zum Glück dürfen ich und Michael noch raus. Wenn wir nicht mehr raus dürften, ja, dann hätten wir nichts mehr zum Essen. Okay, meine Mama und Papa könnten einkaufen gehen, aber das wäre mir dann etwas. Weißt du, wir dürfen nicht raus, wir dürfen nicht zum Frühstücken gehen am Sonntag. Das finde ich so blöd. Und übermorgen ist schon Sonntag. Ich finde es so blöd. Am Sonntag ist es eigentlich Tradition, dass wir zur Bäckerei zum Essen gehen. Oh, das finde ich jetzt so dumm. Ich gebe mal ein Quarantäne-Challenges. Gucken wir mal, was da rauskommt. 24 Stunden bloß kleines Essen. Das ist doch gut. Mama könnte einkaufen gehen. Deine Schwester, machst du mit? Ich heiße Lilly. Ja, Lilly, machst du mit? Bei was? 24 Stunden bloß kleines Essen. Hört sich gut an, weil wir dürfen nicht unsere Sachen aussuchen. Ja, dann kann doch Mama einkaufen gehen. Okay, wenn du meinst, dann mache ich mit. Okay, gut, jetzt brauche ich bloß noch Mama. Hat sie gesagt, wir sie hin. Mama? Ja, was ist los? Du kannst mir 24 Stunden kleines Essen machen. Kleines Essen? Ja, da musst du einkaufen gehen. Ja, Papa kommt eh gleich vom Friseur, ja, von mir aus. Also, ich schreibe meine Liste. So, ich brauche einen Zettel. So. Einmal, Gummibärchen sind klein. Was ist noch klein? Wenn ich die Melone klein schneide, könnte das auch klein sein. Melone? Trauben sind auch klein. Trauben. Was ist noch klein? So, letztes Wort fertig. Legen wir den Stift weg. So, gehe ich einmal zu Mama. Mama, hier ist der Zettel, das musst du alles einkaufen. Melone ist ja nicht groß. Ja, du kannst mir doch ein kleines Stück schneiden. Okay. Dann warte ich jetzt noch, bis Papa kommt und bin wieder zurück. Jetzt siehst du wieder schön aus, Papa. Dein Bart ist wieder ein bisschen gekürzt. Ja, ich weiß. Ich war doch zuvor schon schön. Aber ich bin jetzt nur schöner. Ja, alles wird wieder gut. Dann geht er auf jeden Fall jetzt einkaufen. Du warst doch erst letzte Woche, wo wir in Quarantäne mussten. Ja, die zwei Nixen da wollen 24 Stunden ein kleines Essen. Ah, da mach ich doch glatt mit. Dann brauchen wir doppelt so viel. Hey! Ups. Egal, ich gehe jetzt einkaufen. Was ihr macht, ist mir jetzt egal. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, Mama. Und was machen wir jetzt genau? Ja, du, keine Ahnung. Ich gehe erstmal raus. Ich muss da noch was machen. Der Zeitplan stimmt da noch nicht ganz. Oh Gott. Egal, ich schau mal bei Lilly vorbei. Lilly, was los? Spielen wir was, mir ist langweilig. Ne, mir ist auch langweilig. Weißt du, ich habe erst von Mama diese schönen Sticker gefunden. Die kann man an die Wand kleben. Das sind so Sterne. Sollen wir die mal ausprobieren? Ja, wo sind die? Ich glaube, die sind unten. Ich hole sie mal. Cool, Sticker zum Ankleben. Ich frage mal, ob ich da auch welche in mein Zimmer darf. Hat Mama was gesagt, dass ich sie nicht in mein Zimmer darf? Nee, sie hat gesagt, ihr beide könnt die benutzen. Okay. Das passt doch ein bisschen zu Weihnachten, weil Sterne kommen ja meistens auch auf den Christbaum. Ja, hast du recht. Ich nehme mir eins raus und klebe es mal da nach oben. Hilfst du mir? Wo bist du hin? Da. Da? Mhm. Ach, dieser Stern backt nicht. Okay, dann machen wir auf die Seite, okay? Ich springe auf dein Puppenhaus. Hey, das kracht doch zusammen! Na, so schwer bin ich jetzt auch wieder nicht. Schau mal, die leuchtet schon. Mach mal das Licht aus. Wow. Wow, voll schön. Okay, ich mach, was soll ich noch? Komm, wir machen noch da einen hin. Okay, vielleicht auch zwei. Hey, nicht so viel. Ja, dann Zimmer muss doch schön beleuchtet sein. Ja, stimmt.
währenddessen beim Einkaufen. So, also, die Sachen habe ich schon alles. Jetzt hat sie gesagt, Krapfen. Wo gibt's? Ah, da sind Krapfen. Hallo, ich nehme mir einen, okay? Alles klar. Viel Spaß damit. Danke. So. Hallo. Hallo! Oh Gott. Egal, was ist hier klein? Neues, nichts klein. Nee, dann geh mal rein. So, gut. So, ich frag mal. Hallo. Servus. Haben Sie kleine Sachen? Ja, kleine Sachen zum Essen. Ja, haben wir. Also wir haben einmal das da. Ja, das schmeckt den Kindern nicht. Okay, dann. Kommt ihr mal mit. Hier haben wir kleinen Käse. Kleinen Käse. Ja, bis da. Camembert. Ah ja, das sieht ganz klein aus. So schneide ich den noch. Ja, danke. Möchten Sie den gleich? Ja. Chips nehme ich den dann auch noch mit. Zwei. Ups, geht schon nicht mehr rein. Haben Sie mir eine Tasche? Ja, können Sie da vorne eine nehmen. Danke. Ich hoffe, der Einkauf wird nicht zu süß. Ich will jetzt gucken, ob ich noch was. Hä? Gibt hier was Gesundes einigermaßen? Nee. Roboter, was Neues bitte. Okay. Dann. Nee, Milch will ich nicht. So. Für wen? Gib mal her. Klein, gut. Hier, ich hab was Kleines. Ja, wieder süß, aber danke. So, dann bringe ich mal ein paar Milchsachen und Tomaten raus. So, gut. Möchte wer da reingucken, was da gibt? Ah ja, ich bitte. Und eine Tomate, da könnte ich auch einigermaßen was Gutes machen. Haben Sie Spaghetti, wo man klein schneiden kann? Ja, müssten wir da haben. Muss ich mal kurz gucken. Ah nee, wir haben Spaghetti nur zu Hause. Okay, dann möchten die noch was? Ja, eine Kartoffel und eine kleine Wurst. Die könnte auch gleich schneiden. So, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. So, dann kann ich jetzt endlich wieder nach Hause gehen. Jetzt soll es doch einigermaßen mit... Warum geht der jetzt schon an? Oh nee, da muss ich wach raus. Das passt doch. Kinder, ich bin zurück mit eurem Einkauf. Wollt ihr mal gucken? Ah ja, was hast du alles besorgt? Also, ich habe besorgt Kartoffel, eine Wurst, dann habe ich hier Tomate, Donut. Dann habe ich einmal Chips, zweimal. Hier, zweimal Chips. Gummibärchen und ein Plätzchen. Babybrei. Habe ich aufgeschrieben für dich. Hey, ich bin 5! Einmal Camembert und ein Krapfen. Ich mag den. Ich habe keine Lust. Okay. Ja, und hier. Und haben wir hier nochmal was und nochmal was und was zu trinken. Aber wir haben hier zu Hause immer noch kleine Gläser, da können wir das dann reinschütten. Cool, und jetzt muss da alles wieder in die Tasche. Ja, das verräume ich nach unten und wollte gleich was essen. Ich möchte ein Plätzchen. Ja, ich nehme auch ein Plätzchen. Okay, dann nehme ich den Rest wieder mit. So. Maske habe ich mir noch auf. So. Gut, hier ist deine Karte wieder, falls du die noch brauchst. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Essen. Was machst du denn da? Ja, ich stell Zeit ein. Die hat doch passt. Um 8 Uhr geht's an. Um 8 Uhr geht's wieder aus. Ja, aber das passt mir jetzt. Das muss um 9 Uhr angehen. Mein Gott. Dir kann man es auch recht machen. So,
Gut. Also, dann verräume ich. Was liegt da denn noch? Da liegen noch die Süßigkeiten von Halloween. Da sind auch noch ein paar kleine Sachen dabei. Das können die Mädels dann auch noch essen. So. Dann verteile ich das mal. Kühlschrank auf. Mundschutz weg. So, den Grapfen kommt außerhalb. Kartoffel. Tomate. So. Ich werde den jetzt erstmal einen kleinen Snack machen. Da kriegen die einen Camembert. Und eine Wurst, die schneide ich jetzt aber noch schnell klein. So, damit blitze ich jetzt schnell nach oben. So. Kinder, wo seid denn ihr? Immer noch hier. Ah. Haben lecker geschmeckt. Wir haben einen Snack für euch. Oh, lecker. Lecker, 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 lecker. Danke, Mama. Bitte, ihr setzt euch aber damit irgendwie auf den Boden. Ja, ich setze mich auf meinen Stuhl. Guten Appetit, ihr zwei. Ich helfe jetzt meinem Papa da drauf. Der weckelt da schon die ganze Zeit. Was ist denn jetzt dein Problem? Oh, Camembert, ich liebe Camembert. Nee, ich kriege ihn nicht aus der Schüssel raus. Das ist so lieb von Mama. Ja. Ich bringe ja die Schüsseln, okay? Okay. So. Mama, hier sind die Schüsseln. Ah, danke, ihr zwei. Bitte. Es gibt bald Mittagessen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Jetzt wird er bestimmt rechtzeitig angehen. Ja, okay, glaube ich jetzt auch langsam. Ich gehe da mal runter. Okay, gut. Mittagessen vorbereiten. Ich krieg auch was! So, was kriegen die denn jetzt zum Mittagessen? Was haben wir denn hier? Ich wollte Spaghetti machen, gell? Ich habe noch Spaghetti. Was heißt Spaghetti? Die werden ja dann noch klein geschnitten. Was kommt hier rein? So, dazu bekommen sie ihre Melonen. Ach so. Michael wollte ja auch nur was. Was macht mit dem? Macht der auch kleines Essen mit? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich gebe den einfach mal sowas mit. So. Damit gehe ich jetzt hoch. Die Kinder kriegen den Teller eher nicht. Der kriegt immer einen Teller. So, Michael, ich hoffe, es macht nichts, wenn dein Essen jetzt einmal ohne Teller ist. Mädels, euer Essen. Oh, das sieht lecker aus. Melonen. Hast du doch welche gefunden? Ja. Wir hatten noch welche zu Hause. Danke, Mama. Du tust es aber auch essen, okay? Okay. Lecker. Danke, Mama. Hier der Teller. Bitte, jetzt hol ich mal noch. So, hast du auch schon aufgegessen? Ja, Mama. Hier der Teller. Danke. Ich gehe ein bisschen bei dir spielen. Okay. Dann bringe ich die Teller nach unten. Hat's dir auch geschmeckt? Ihr habt doch gar nicht abgebissen. Du bist doch jetzt fertig mit der Arbeit. So, fertig. Hat's geschmeckt? Mhm. Ja, das freut mich. Dann gehe ich jetzt runter abspülen. So, gut, dann spüle ich das mal ab. Warum liegt der Mundschutz? Ach, egal. So, gut. Ich hätte eine Spülmaschine, gell? So, gut. Ja. Ich hole mir jetzt aber auch noch was zum Essen. Ich werde jetzt mir eine Kürbissuppe machen. Jetzt esse ich jetzt eine Kartoffel. So. So, dann esse ich jetzt auch meine Kürbissuppe. Mein Gott, die Kinder können nicht normal kochen. Die müssen alles auf den Boden schütten. Hier sieht es im Bad mal wieder aus. Überall sind Fussel. Ich habe Hunger. Ich auch.
Mama, wir haben Hunger. Ja, es gibt doch dann Abendessen. Auch für uns bloß die kleine Portion. Ja, für mich auch, weil ich koche nicht 10-mal. Okay. Wir essen alles das Gleiche. Was gibt's? Spiegelei. Oh. Du musst noch den Brei essen. Spiegelei für jeden. Für dich ein Brei noch. Und dann gibt's für dich aber noch eine rohe Tomate. Oh, ja, wenn du ihr was Ekliges antust, tue ich dir jetzt auch was Ekliges an. Mir egal. Wir helfen dir. Okay, ich brauche eine Pfanne. So. Ich brauche Musik. Ich glaube, Papa dreht jetzt da drüben vollkommen am Rad. Ja, das glaube ich auch. Dieser Minanega, oh, 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 I-I-A, so, oh, oh, oh. So, unsere Eier sind fertig. Guten Appetit. Bäm, Mama, das sieht... aus. Ja, ich weiß, wie es aussieht. Egal. Auf zu und durch. Okay. Mama, das schmeckt voll gut. Mund ausspülen. Ich hasse Tomaten. Das hat so lecker geschmeckt. Egal, Kinder, wir müssen jetzt ins Bett. Du hast morgen wieder Videokonferenz? Oh nee. Oh doch. Ja, die muss morgen auch wieder in Arbeit. Ja. Herrlich. Egal. So, gut. Dann gehen wir jetzt hoch. Das war ein cooler Tag, aber naja. Oh, ich hoffe, die Quarantäne für die Zeit ist bald vorbei. Die haben immer so dumme Ideen, wenn sie eingesperrt sind. Ja, die haben wirklich dumme Ideen. Egal, der Tag ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Ja, zum Glück. So, jetzt muss ich aber nur rausgucken, ob der Schnee mal noch richtig angeht. So, eine Minute. Ah, ja, perfekt. Den richtigen zeitischen Angang. Nicole. Egal. Gute Nacht. Hä? Ach, nö. Oh, da will ich jetzt nicht mehr rum. Nee, das mache ich morgen. Ah, jetzt ist er wieder an. Gut. Was ist jetzt los? Jetzt verreckt er dann. Nee, ich mache jetzt nichts mehr. Der soll noch spinnen, bis er verreckt. Das